Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Waffenbau. Beim letzten Video haben wir ja die ganzen Sachen gesichtet und jetzt geht es weiter mit den Reparaturen und Ausbessern der Sachen. In dem Video werde ich euch den Säbel mal restaurieren. Ja? Ihr seht, muss noch einiges gemacht werden. Aber wenn ihr halt sehen wollt, wie das Ganze vonstatten geht, bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an bei dem Schwert. Wir haben ja quasi hier die Stelle noch, das ist ja soweit alles noch okay. Gehen wir hier, verlängern das so ein bisschen. Da ist jetzt so freie Hand. Ja. Zwischendurch kann man auch irgendwelche Hilfsmittel, die man gerade so rumliegen hat. Also ich benutze öfters schon mal den Schleifstein, wenn das irgendwie passt. So, dann haben wir ja quasi hier das Teil. Ja, dann würde ich sagen, die Form, die sieht ja eigentlich ganz schick aus. Da werden wir dazu von hier bis da eine Schablone für machen. So Leute, dann machen wir mal an dem Säbel hier weiter. Und zwar wollen wir ja noch eine Schablone machen, damit wir die Klinge nachher wieder so hinkriegen. Jetzt habe ich mir hier ein Stück Pappe abgeschnitten, gehe jetzt hin, habe ja hier quasi die Kante, lege die so in etwa hier an und dann gehen wir einfach mit einem Kugelschreiber oder was auch immer sonst ihr benutzen wollt, so quasi hier die Kanten lang. Ich mache immer so ein bisschen ziehen, ja, da zieht man, das ist dann quasi aber nur oder grobe und die feinen Sachen, die machen wir dann gleich. Das ist nur, dass wir schon mal den Umriss haben. So. So. Ich hoffe, das kann man so sehen. Das Ganze zeige ich mal noch ein bisschen was nach. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das nachgezeichnet und ausgeschnitten habe. So Leute, jetzt habe ich das ganze Ding aus Pappe ausgeschnitten. So sieht das Ganze dann aus. Ne? Hab dann quasi, hab dann quasi hier schon mal so, das ist natürlich jetzt nicht die Finale nachher, das ist quasi nur, damit ich weiß, wo die Klingenform überall lang geht, also wo scharf ist, so wie hier. Ne? Also hier das da und das. Jetzt mit der Blut. Das kann man dann später machen oder weglassen oder was anderes. Geht jetzt quasi erstmal nur so um die Form. Und damit können wir dann quasi das Teil hier abschneiden. Und können dann quasi das dann repariert, ne, damit das nicht mehr so aussieht, können wir das dann wieder neu machen. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ganze runtergeschnitten habe. So Leute, jetzt haben wir den Kernschott soweit freigelegt, schon mal was abgeschliffen, damit der Kleber nachher besser drauf hält. Ne? Und dann gehen wir dann gleich hin und schneiden aus einer 10er Matte das Ganze wieder nach. So Leute, es geht weiter. Ich bin jetzt hingegangen, habe die Schablone genommen, die ich hier ausgeschnitten hatte. Habe jetzt einmal eine 10er Matte ausgeschnitten in der Klingenform. Und dann zwei 5er bzw. 6 mm Matten. Klassische alte Sandwich-Bauweise halt. So, das tun wir mal auf Seite. Und dann gehen wir hin. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einen Spitzenschutz. Dann bin ich schon mal hingegangen, habe ein Stück von der Kernstabbreite, also quasi wie der Kernstab ist, abgeschnitten aus dem Reststück. Machen wir bei dem Teil auch nicht so lang und kleben das quasi hier vorne dann drauf. Und zwar, Heißkleber ist jetzt heiß, hoffe ich auf jeden Fall, kommt ein ordentlicher Klatsch dann drauf.
So, das war ein bisschen viel. Ein bisschen drüber. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil wir sowieso da mit Leder gleich noch drüber gehen. So, ein bisschen glatt streichen. So, dann gehen wir hin. Haben wir das Lederstück. Wir werden das nachher noch ein bisschen kürzen, damit die Spitze, weil die ist relativ, naja, aber da ist relativ schon etwas näher zum Rand hier oben. Da müssen wir dann gleich ein bisschen gucken, dass die genug Abstand hat. Aber das seht ihr jetzt gleich. Dann gehen wir wie gehabt einmal rund. Ohne Gitter. Wie gesagt, kann man mit Pattex oder mit Heißkleber machen. Zumal ich auch von Pattex dann immer die Heißklebepatronen nehme. Also meiner Meinung nach kleben die irgendwie besser wie die ganz billigen. Aber das kann sein, dass ich mir da noch einen einbilde. Aber wie gesagt, jedem selber überlassen. So, dann macht er dann einmal rundherum wieder Leder. Kennt ihr ja schon. Ein bisschen hier drüber. Wird das Ganze ein bisschen überlagt. Gut andrücken, dann lasst ihr das ein bisschen trocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken und abgekühlt. Habt jetzt hier noch ein bisschen wieder Pattex drüber. Dann gehen wir hin, schneiden noch ein Stück ab. So, gucken, ja, das ist okay, kann man so lassen. So, dann gehen wir hin, breit erstmal auf Seite. Nehmen die Zehnermatte, legen die hier, wo wir das abgeschnitten haben, bündig dran. Und dann richten wir so ein bisschen den Kernstab mal aus. So. Gucken, ob er so halbwegs mittig bleibt. Naja, eigentlich ein bisschen mehr nach oben, damit zur Schlagkante mehr Luft ist. So. Gehen wir hin. Zeichnen dann mit dem Kugelschreiber oder was auch immer ihr benutzen wollt, die Linien des Kernschnaps an. So, dann hätten wir das schon mal. Ne? Dann haben wir das Brett oder was auch immer ihr als Schneidunterlage benutzt. Mal gucken. Erstmal irgendwo anfangen. Wir fangen dann immer hier oben, mach schon mal einen Schnitt. Dann hält man das schon mal quasi. So. Dann hat er hier noch ungefähr so 2 cm. Also bis der Kernstab anfängt. Eine Fingerspitze, dann habt ihr ungefähr. Also so 4 bis 5 Finger ist eigentlich immer zur Spitze hin ein guter Abstand. Ne? Seht ihr ja so. Ich mache aber nachher über das Ganze hier nochmal ein Stück Leder zur Versteifung. Da kann da überhaupt nichts mehr passieren. Da verzieht sich nichts und nichts. So, dann fangen wir an. Könnt ihr wieder entweder Pattex oder Heißkleber nehmen. Ich nehme jetzt mal wieder Heißkleber. Und mache dann quasi hier erstmal so auf den beiden Kanten, wo geklebt wird. Erstmal so 10 cm oder so, weil da müsst ihr vernünftig kleben. So, wieder hin, drückt das Ganze dran, das alles gut hält. Geht schon mal so ein bisschen hin und verteilt den heißen Kleber noch. Wie gesagt, das wird dann später auch noch mit Pattex nachgeklebt. Das seht ihr ja dann, wenn die Matten drauf kommen. Also quasi verklebe ich alles zweimal. So. Doppelt gemoppelt hält besser. So, habt ihr das hier schon mal. Lasst das Ganze dann ein bisschen trocknen. Und dann macht ihr das immer Stück für Stück. Ihr müsst auch immer so ein bisschen aufpassen, dass ihr halt von oben anfangt.
und zieht nicht so an den Matten. Das Problem ist halt, durch das Warme dehnen die sich ein bisschen. Und dann habt ihr quasi unten das Überstehen. Aber das seht ihr gleich, ich zeige euch das noch. Da müsst ihr halt immer so ein bisschen aufpassen. Also am besten, wenn ihr das dann aufklebt, nicht hier so runterziehen. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Also nicht in die Richtung, sondern so ein bisschen drücken. Also nicht so viel, nur so leicht. Ja? Dann lenkt sich das nicht so sehr. Und das macht er dann quasi auf beiden Seiten. Ich fange jetzt erstmal, mache erstmal hier die obere Seite komplett. Und dann halt die untere. Wie gesagt, kann man Batex nehmen oder Heißkleber. Ich nehme halt für den Innen, für den Kernstab immer ganz gerne Heißkleber zum Einkleben. Das geht relativ schnell. Muss halt nur immer ein bisschen aufpassen, dass man sich seine Pfote nicht verbrennt. Und erfahrungsgemäß hält das eigentlich sehr gut. So, wie ihr seht, haben wir hier so ein bisschen jetzt Überstand. Das ist nur minimal, so vielleicht 1-2 mm, aber das passt dann halt nicht mehr. Dann geht er einfach hin. Wir können natürlich das Ganze auch jetzt dran drücken, weil das ist wirklich nicht viel. Ein bisschen kann man da, das geht. Gehen wir halt hin. Wäre es jetzt mehr gewesen, hätte ich das Stück abgeschnitten, aber in dem Fall geht das halt. Macht er quasi hier auf dem und dem ein bisschen Kleber drauf. Und dann drückt er das quasi hier rein. Das ist halt, wenn es soweit passt. Wie gesagt, hätte ich das Ganze jetzt so ein bisschen gezogen, wäre es wahrscheinlich mehr gewesen. Kann natürlich jetzt unten noch passieren, aber eigentlich nicht. Wenn man das so macht, passiert da eigentlich nicht viel. Und im schlimmsten Fall halt unten ein bisschen ab. Deshalb immer von der Spitze her kleben. Nie unten anfangen. Also zum Parier hin. Also, beziehungsweise vom Parier aus zur Spitze. Immer von der Spitze anfangen zu kleben, dann runter zum Parier. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. So. Und immer nur so Stücke, ich mache dann immer so Stücke, so 10, 20 cm, also eher 20 wie 10. Dann geht das eigentlich auch ganz gut. Und wie gesagt, immer genug Heißkleber drauf. Oder halt Batex, je nachdem, was ihr benutzt. Da müsst ihr das natürlich erstmal antrocknen lassen, ist ja klar. So. Habt ihr quasi den Kernstab schon mal eingeklebt. Dann gehe ich immer noch mal hin mit der Heißklebepistole. Und ihr habt ja quasi hier diese Naht noch. Da ist dann je nachdem, wenn ihr zu viel Kleber genommen habt, quillt halt noch so ein bisschen was raus. Dann gehe ich dann hin und klebe dann noch mal so drüber. Damit sich die Ritzen, Hohlräume oder wie ihr das nennen wollt, quasi noch mal schließen. Kann nicht schaden. Wie gesagt, anschließend nachher, wenn man dann die 6er Matten drüber, kommt ja auch nochmal Batex drüber. Also in dem Fall verkleben wir das doppelt und dreifach. Also eigentlich kann da nichts passieren. Also ich habe in den ganzen Jahren da eigentlich sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Andere machen das vielleicht anders. Aber das ist halt, wie gesagt, so wie ich die Sachen baue. Hat sich bei mir bisher bewährt. So. Das Ganze machen wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. Ja. So, dann haben wir das Ganze so schon mal soweit fertig. Dann suchen wir uns wieder irgendwo ein Stück Leder. Irgendwas Brauchbares. Gucken wir mal das Stück hier. Das Ganze machen wir mal zwei Teile. Die sollten so halbwegs gleich groß sein. Wie gesagt, normalerweise, das Teil hier, das reicht normalerweise als Spitzenschutz. Aber dadurch, dass die Sachen ab und zu hier schon mal so ein bisschen neigen einzureißen, je nachdem hier so zur Spitze hin oder hier, habe ich mir angewöhnt, noch ein Stück Leder so mit reinzukleben. Muss nicht bis ganz an die Spitze sein. Und das Ganze klebe ich auch mit Batex ein. Gehen wir wieder hin. Nehmen uns eine Dose Batex.
meinen alten, berüchtigten, 32.000 mal benutzten Pinsel. Können dann natürlich vorher hingehen, nimmt einen Kugelschreiber, je nachdem nach Lederstück. Ne? Wie gesagt, ich mache das jetzt so nicht ganz bis zur Spitze. Hab das jetzt auch nur so rechteckig gemacht. Macht dann quasi hier noch so ein paar Hilfslinien, damit ihr wisst ungefähr, wie weit er klebt. Also auf beiden Seiten. Dann geht er hin, klebt das Ganze ordentlich mit Batex voll. Da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen, weil das Leder halt auch noch ein bisschen was aufsaugt. Ja, ein bisschen überpinseln von den Linien. Weil das immer schon mal so ein bisschen verrutscht. Ja, dann geht er hin, das Ganze dann drauf. Könnt natürlich auch von beiden Seiten das dann machen, weil das ja ein Kontaktkleber ist. In dem Fall, weil ich halt relativ dick drauf mache, mache ich nicht. So. Wie gesagt, das Ganze ist nochmal so ein zusätzlicher Schutz. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Wie gesagt, hat sich halt gut bewährt. So, hier hatte ich die Linie vergessen, aber das ist nicht schlimm. Dann nehme ich einfach die Unterkante von dem Leder von der anderen Seite als Linie. Und dann kann man das auch sehen. So. Ein bisschen über. Wie gesagt, ordentlich nehmen. Das Ganze soll ja auch halten. Nehmen wir wieder hin. Also hier, wenn was übersteht am Leder, ist auch nicht schlimm. Das schneidet man nachher dann ab. Wie gesagt, das ist jetzt nur nochmal zur zusätzlichen Stabilisierung. So. Das Ganze lassen wir jetzt dann trocknen. Das lassen wir jetzt wirklich vernünftig trocknen. Bevor wir dann anfangen, die 6er Matte dann drauf zu kleben. So Leute, dann geht mal weiter. Und zwar mit der Verkleberei. Bin jetzt hingegangen, habe hier erstmal ein Brett runtergetan, damit der Griff halt ein bisschen höher liegt. Jetzt gehen wir hin. Legen die Matte erstmal wieder hier so drauf, um die zu spiegeln. Die andere tun wir mal auf Seite. Dann nehmen wir die Patex-Dose. Dann gehen wir erstmal hin und kleben die Seite. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Noch nicht so ganz hundertprozentig, aber so ziemlich. Dann fangen wir jetzt mal an. Hier hinten. Wir wollen das ja hier hinten an dem Teil möglichst bündig haben. Zwischen dem alten Teil vom Griff und dem neuen Klingenteil. So. Gehen wir erstmal hin, so ganz grob. Und dann drücken wir das erstmal von Hand so fest. Kleber ist jetzt soweit trocken. Jetzt können wir schon mal hingehen und ein bisschen schneiden. So Leute, das Ding ist jetzt soweit geschliffen.
Jetzt können wir eigentlich anfangen, die Farbe drauf zu machen. So Leute, ich habe jetzt noch ein bisschen Leder dran gemacht zum Aufhängen. Das alte Leder erstmal runter, da kommt ja was Schöneres drauf. Und dann fangen wir an, das Ganze mal zu pinseln. So Leute, es geht weiter. Und zwar, das Schwarz ist jetzt drauf. Jetzt fangen wir an mit der richtigen Farbgebung. Nehmen wir wieder Gunmetal als erstes. So Leute, es geht weiter. Und zwar fangen wir jetzt erstmal wieder an, machen die Klinge wieder in Silber, dass das was geschliffen aussieht. Dann gehen wir noch ein bisschen mit Trockenbürsten und Gold drüber und dann können wir anfangen zu topcoaten. Dann geht's mal los. Erstmal das Silber. So Leute, das Silber ist jetzt soweit trocken. Dann gehen wir jetzt hin und werden noch ein bisschen drüber bürsten und noch ein bisschen Gold an den Griff machen. So, dann lassen wir das Ganze noch mal trocknen und dann kommt der Topcoat drauf. Nehmen wir uns wieder den matten Topcoat. Und dann fangen wir an und sehen uns dann gleich wieder, wenn das ganze Ding trocken ist. Jetzt fangen wir mal an, machen schon mal ein bisschen das Leder dran. Bin jetzt erstmal hier am doppelseitigen Klebeband dran. So Leute. Ich würde sagen, das Schwert ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt bei dem Teil zwar die Blutrinne nicht reingemacht, aber das wird nur eine NSC-Waffe, also ist das da auch nicht so unbedingt so schlimm. Ich denke mal, das Ganze kann man sehen. Also sich sehen lassen, oder? Also ich finde, das ist schon nicht schlecht geworden. Liegt gut in der Hand. Naja gut, der Griff haben wir ja gelassen. Ja, sowas kann man halt dann aus so Sachen noch machen. Ist ein bisschen Arbeit, aber bei manchen Sachen lohnt es sich halt. Und schon kann man die Waffe wieder eine ganze Weile weiter benutzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in den nächsten Videos, wenn ich dann anfange, den Morgenstern und den Hammer zu restaurieren. Wir sehen uns.